Hallihallo und willkommen zu einem neuen Item Spotlight. Heute soll es sich um Zakes Konvergenz drehen. Ein Item, das wir mit Patch 7.12 neu bekommen haben. Ein Rework von Zakes Bote. Ich kläre für euch heute, wie man den Itemtext zu verstehen hat und wie effektiv Zakes Konvergenz wirklich ist. Viel Spaß! Zunächst einmal schauen wir auf die rohen Werte. Wir bekommen für 2400 Gold ein Item, das 60 Rüstung, 30 Magieresistenz sowie 250 Mana und 10% Cooldown Reduction bietet. Alles in allem eine Goldeffizienz von etwa 96%. An sich also schon mal super gut. Das Item hat aber weiterhin noch einen aktiven und einen passiven Effekt. Der aktive Effekt beläuft sich nur darauf, dass wir uns mit einem Verbündeten verbinden können. Diese Verbindung hat keinen Cooldown und wir können uns so blitzschnell entscheiden, mit welchem Partner wir zusammen in den Kampf möchten. Der passive Effekt von Zakes Konvergenz besagt, sobald der Itemträger seine Ultimate benutzt, ruft er einen Froststurm hervor. Gegner in diesem Bereich werden um 20% verlangsamt. Im Gameplay im Hintergrund seht ihr bereits, die Range ist nicht gerade die größte. Zudem macht der Verbündete mit seinem Angriff 50% magischen Bonusschaden über 2 Sekunden. Weiterer Effekt besagt, wenn jetzt unser Verbündeter jemanden angreift, der in diesem Froststurm steht, dann verursacht er 40 magischen Bonusschaden pro Sekunde und verlangsamt den Gegner statt nur 20% um 40%. Da dies ein fester Wert ist, kann man das eigentlich sehr leicht berechnen, doch uns interessieren jetzt diese 50 zusätzlicher magische Schaden über 2 Sekunden. Woher kommen die eigentlich, über was werden die gerechnet? Ich verrate es euch. In meinem Spiel mit Blitzcrank, den Link findet ihr übrigens in der Infokarte, konnte ich zwar den Schaden an sich oftmals sehen und auch beim Item selbst nachprüfen, wie viel Schaden insgesamt entstanden ist, doch den Ursprung sieht man hier nicht. Auch weil scheinbar keiner in irgendeiner Reddit-Diskussion oder in einem Forumspost eine Antwort auf diese Frage. Deshalb bin ich für euch extra nochmal in ein Spiel mit Azrael gegangen, habe meinen Partner gebeten, Zakes Konvergenz zu bauen. Das Ergebnis war erst einmal ernüchternd, eine wirklich schöne große Zahl oder signifikante Schadenswerte bemerkt man hier zunächst nicht. Auch ist ein richtiges Spiel extrem schwer zu analysieren, wenn es darum geht, ein einziges Item zu testen, während 100 Einflüsse noch mit reinwirken. Daher ein neuer Ansatz. Ein Custom Game mit einem Partner und hier konnte ich ziemlich gute Werte entnehmen. Nun, zunächst möchte ich aber euch jetzt kurz bitten, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr glaubt, dass sich dieser Schaden ergibt. Okay, zunächst einmal die zentrale Information. Der Bonus magische Schaden ergibt sich einfach aus 50% des physischen, mit Auto-Hit oder On-Hit angerichteten Schadenswerten. Dieser Schadenswert wird danach noch über Magieresistenz des Ziels verrechnet und dann in 3 Ticks angerichtet. Kleines anschauliches Beispiel, wir haben einen Angriff mit 100 Schaden, davon 50% sind 50 magischer Schaden. Der Schaden geht jetzt noch, sagen wir einmal, durch 100 Magieresistenz und das reduziert den Schaden noch einmal um 50%. Das bedeutet also, von 100 physischen angerichteten Schaden bleiben dann noch 25 magischer Schaden übrig, der aber auch dann direkt ankommt. Aber kommen wir zu richtigen Beispielen. Hier zeige ich euch eine Caitlyn, die mit einem normalen Auto-Attack 148 Schaden anrichtet. Ich habe alle Masteries und Runen weggelassen, nur eben ein Bloodthirster und der natürliche Schaden. Das Beispiel wird an einem normalen Minion übrigens perfekt gezeigt, da ein Minion keine Magieresistenz hat. Wir nehmen also 50% von 148 und sind somit bei 74 magischen Schaden, der hier angerichtet wird. Geteilt durch 3 kommen wir auf 24,66 Schaden pro Tick. Beim ersten Auto-Attack werden sofort 25 magischer Schaden angerichtet. Das seht ihr an der kleinen violetten Zahl unter dem physischen Schaden. Der Minion brennt weiter und weiter und 24 Schaden werden angerichtet. Nach 2 Sekunden Gesamtzeit werden weitere 24 Schaden angerichtet. Rein mathematisch gesehen unterschlägt uns Riot hier sogar einen Punkt, aber ihr seht praktisch, der erwartete Wert ist erreicht worden. Nochmal ein kleines anderes Beispiel, das euch etwas verdeutlichen soll. Die Krabbe. Diese besitzt 60 Rüstung und 60 Magieresistenz. Das heißt, ein Auto-Attack von Caitlyn mit 148 Schaden physischer Natur wird bei der Krabbe um 37,5% reduziert und landet dann damit eben nur noch bei 92 Schaden. Aber das ist an sich vollkommen egal. Ich zeige es euch. 50% von 148 Schaden sind weiterhin 74 magischer Schaden, der angerichtet werden müsste an der Krabbe. Durch die Magieresistenz wird dieser Schaden nochmal um 37,5% reduziert und sind im Endeffekt 46 magischer Schaden. Diese 46 teilen wir jetzt nochmal durch 3, denn wir haben ja 3 Ticks.
Das heißt, wir machen pro Tick 15 bis 16 Schaden. Und wie ihr hier sehen könnt, sind es beim ersten Angriff 16 Schaden, dann 15, dann 15. Wir kommen also auf 46 magischen Schaden und damit lernen wir folgendes. Selkis Konvergenz nimmt zuerst den Vorabzugsschaden eines physischen Angriffes, davon die Hälfte und dieser Wert wird dann nochmal mit Magieresistenz verrechnet. Beeindruckend, oder? Jetzt fragt ihr euch, ist das alles? Natürlich nicht, kommen wir zu den Feinheiten des Items. Wie ihr hier in diesem Beispiel sehen könnt, ist der magische Bonusschaden nicht durch Zauber nutzbar. Hier im Speziellen jetzt das Caitlyn Q und ihre Ultimate. Das sind einfach Zauber, die keinen On-Hit-Effekt beinhalten. Weitere Fähigkeit dieser Art wären ein Z-Q, also die Shuriken, die er wirft. Talon W, also auch hier die Fächer, die er auswirft. Das Chase Q, dieser Schockball, alle sogenannten AD-Caster, und damit möchte ich eigentlich nur sagen, dass ihr das Item in Verbindung mit diesen Champions nicht nutzen sollt, die können davon nicht profitieren, nur über ihre Auto-Attacks. Auf der anderen Seite solltet ihr das Item kaufen mit Champions, die damit synergieren. Hier als bestes Beispiel fast Ezreal. Ezreal hat Auto-Attacks und On-Hit-Effekte über sein Q. Das heißt, er kann hier in doppelter Weise davon profitieren. Aber natürlich auch ADCs, die gerne Auto-Attacks benutzen und lieben gerne auch viele Auto-Attacks, sind hier genial für diesen Schaden. Warum? Der Schaden von Selkis Konvergenz ist nicht überschreibbar. Der Schaden ist also nicht überschreibbar, aber was bedeutet das? Nun, wir machen einen Angriff mit diesem Effekt. Dieser Effekt ist Schaden über Zeit. Und wir machen jetzt einen Angriff mit dem gleichen Effekt. Dann läuft der Schaden vom ersten Effekt weiter, bis er komplett angerichtet wurde. Hier habe ich euch das Beispiel gezeigt, ich greife den Drachen an. Der erste Angriff bringt dem Effekt auf den Gegner hier 52 magischen Schaden. Da Caitlyn den Headshot hatte, dann wird es mit Magieresistenz verrechnet, also 52 magischer Schaden. Beim nächsten Angriff seht ihr eine kleine violette Zahl. Das ist jetzt ein normaler Angriff und da werden nur noch 20 magischer Schaden angerichtet. Aber direkt danach seht ihr nochmal so eine kleine Zahl springen. 48 magischer Schaden. Und wenn wir jetzt das weiterverfolgen, dann sehen wir danach nochmal 48 magischer Schaden. Das sind dann zusammen mit diesen 52 Schaden am Anfang der komplette erste Effekt, der hier beendet wurde und komplett angerichtet. Wir können also festhalten, jeder einzelne Hit wird komplett verrechnet. Er geht nicht ins Leere, er wird nicht auf einmal angerichtet, das passiert über diese 2 Sekunden und macht den vollen Schaden. Nun, im Titel versprochen, möchte ich ein bisschen über die Effektivität reden. Offensichtlich macht das Item magischen Schaden und bringt eine kleine magische Komponente mit ins Team. Theoretisch wäre dieses Item also perfekt in einer AD-Komposition, wenn man nur Champions im Team hat, die AD-Schaden machen, aber eben auch einen Champion dabei hat, der so ein klein bisschen damit synergiert über die Auto-Attacks oder über die On-Hit-Effekte. Hierbei kauft sich nämlich ein Gegner meistens keine Magieresistenz und man kann daher so ein klein bisschen diesen Boost über Selkis Konvergenz nutzen. Wenn wir als Beispiel einen Champion nehmen, der standardmäßige Magieresistenz mitnimmt, wird Selkis Konvergenz, wie ich es euch hier zeige, etwa 66% des Schadens anrichten. Ich habe hier einfach mal 50 Magieresistenz genommen, mit Runen etc. kommt es etwa auf den Wert. Je mehr Magieresistenz der Gegner sich kauft, desto schlechter wird natürlich das Item, weil der Schaden reduziert ist, offensichtlicherweise. Und abgesehen davon, wenn ich das jetzt mit einem AD-Champion nutze, dann kauft sich der logischerweise auch keine Magiedurchdringung. Das heißt, hier wird meistens die komplette Magieresistenz verrechnet. Daher achtet darauf, wie sich der Gegner ausrüstet und beschuldigt hinterher nicht das Item, falls es vermeintlich nichts bringt. Denn einen weiteren Fall müsst ihr auch noch bedenken, der adaptive Helm. Der Schaden von Selkis Convergence ist wiederkehrender magischer Schaden. Das bedeutet, der erste Tick von diesem Effekt macht nach wie vor vollen Schaden. Doch die beiden weiteren sind jeweils um 15% reduziert. Und hierfür blende ich euch natürlich auch die Zahlen ein und kann euch dann im Endeffekt sagen, wenn der Gegner den adaptiven Helm baut, dann reduziert sich die Effektivität von Selkis Konvergenz noch einmal um 10%, so ungefähr im Mittel. Also wenn wir jetzt bisher 66% hatten, dann sind wir dann nur noch bei ungefähr 59%. Ist immer noch ein sehr guter Wert und ist natürlich auch nur theoretischer Natur, versteht mich hier bitte nicht falsch, aber damit habt ihr so einen guten Überblick. Die wichtigste Information gibt's natürlich zum Schluss. Für wen wird der Schaden eigentlich gerechnet? Im Blitzcrank-Spiel habe ich mich das bereits gefragt und davor schwebte die Frage auch schon mal so im Raum. Wer bekommt diesen Schaden gut gerechnet? Ich habe es ja bereits erwähnt, der Schaden geht vom Champion aus, der praktisch verbunden ist und es wird auch seine Resistenz bzw. seine Durchdringung benutzt.
Und hier habt ihr das Ergebnis, ich blende es euch ein. Gragas als Träger des Items hat genau 0 Schaden an den Champions in dem Botspiel gegen Soraka gemacht. Der komplette Schaden wird also vom Träger gerechnet. Man kann sich also hier leider nichts einbilden. Damit sollten dann eigentlich auch alle Fragen geklärt sein und ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Gebt dem Video gerne ein Like und zeigt es euren Freunden, damit auch diese wissen, wie sie mit Zekes Konvergenz zusammen spielen können, beziehungsweise was das für sie bedeutet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Gemüse.